Hier sind die EmsTV News. Heute ist Freitag, der 7. August. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu Ihren regionalen Nachrichten. Heute liegt die Gesamtzahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen bei 522. Dies ist ein Anstieg um 2 im Vergleich zum Vortag. Die Zahl der Genesenen stieg von 482 um 3 auf jetzt 485. Aktuell sind noch 12 Personen mit Covid-19 infiziert. Dies ist eine Person weniger als noch gestern. Aktuell befinden sich rund 110 Personen in häuslicher Quarantäne. Hier nun das Ereignisgeschehen von Polizei und Feuerwehr. Heute Morgen um 5 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A1 Höhe Anschlussstelle Brinkum mit einem Tiertransporter. Der LKW war gerade in Fahrtrichtung Osnabrück, als ein Reifen platzte und das Fahrzeug dann in Schlingern geriet. Dabei kippte der LKW auf eine Leitplanke, wurde beschädigt und es kam dazu, dass mehrere der insgesamt etwa 170 beladenen Schweine entweichen konnten. Der Großteil der Schweine wurde mittlerweile wieder eingefangen durch Einsatzkräfte der Feuerwehr. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind mindestens 2 der Schweine verstorben. Eins wurde durch einen Tierarzt, der mittlerweile auch vor Ort ist, eingeschläfert. Das Veterinäramt ist auch vor Ort als Experten und schaut sich die Situation nochmal vor Ort an. Aktuell werden die eingefangenen Schweine in ein neues Fahrzeug beladen. Haben Sie schon mal 40.000 Rollen Klopapier auf einmal gesehen? Wenn nicht, dann sehen Sie es jetzt. Eigentlich schwebte Dirk Bruns vom Edeka-Markt in Friedrichsfehn im Landkreis Ammerland ein großes Geschäft vor. Mit Toilettenpapier. In der Zeit, als die Deutschen glaubten, es würde nie wieder Klopapier geben und deshalb bunkerten wie nie zuvor, sah Bruns eine Chance und orderte 40.000 Rollen Toilettenpapier. Leider kamen diese zu spät, als der Klopapierboom schon längst wieder vorbei war. Wir haben ja mal mit der örtlichen Presse mal einen Kontakt aufgenommen, haben gesagt, pass mal auf, wir können es so nicht mehr loseisen. Alternative wäre Hallenanmietung und lange Hökereien. Flucht nach vorne, den gemeinnützigen Verein das zur Verfügung zu stellen. Verschiedene wohltätige Organisationen holten das Klopapier ab. Es kam zu einem erneuten Hype um das Papier, diesmal für einen guten Zweck. Die waren schwer begeistert. Also die haben, sind gerne hierher gekommen, haben sich auch dreimal bedankt beim Abholen. Also da war das schon die richtige Maßnahme, ja. Trotz des enormen Verlustes wegen des geplatzten Geschäftes ist Dirk Bruns zuversichtlich. Wir haben das große Glück, das muss man auch dabei sagen, dass der Lebensmittelhandel in der Zeit offen haben durfte. Und da haben wir natürlich ein bisschen noch Möglichkeiten, das noch zu kompensieren. So kann Dirk Bruns endlich mit dem missglückten Deal abschließen. Das warme Wetter sorgt bei vielen Menschen für Badestimmung. So auch in Haaren am Dankernsee. Allerdings sollen mit neuen Regelungen die Besucherzahlen begrenzt werden. So werden beispielsweise Zufahrten zum See gesperrt und der ruhende Verkehr kontrolliert. Außerdem wurde eine Sicherheitsfirma beauftragt, auf die Einhaltung der Mindestabstände zu achten. Bio ist momentan im Trend. Das belegen Zahlen der Gesellschaft für Konsumforschung. Wie es im Emsland aussieht, zeigt Ihnen Jonas Ströer. Mehr Menschen kauften in den ersten 3 Monaten der Pandemie Produkte mit Bio-Standard. Dies geht aus einer Befragung der Gesellschaft für Konsumforschung hervor. Auch im Emsland sind Bioläden erfolgreich. Also ich denke, das liegt ganz klar daran, dass wenn Lieferketten so ausgelegt sind, dass sie nur preisoptimiert gestaltet werden und nicht geschaut wird, wo die ganzheitlichen Zusammenhänge sind, den Menschen bewusst wird, wie wichtig es ist, ihren Einkauf bewusster zu entscheiden. Da die Menschen in den vergangenen Monaten viel Zeit zu Hause verbrachten und Reisen ausfielen, konnte das gesparte Geld oft in Bio-Lebensmittel investiert werden. Ich denke, dass wir uns bestätigt fühlen können und auch unsere Kunden sich bestätigt fühlen können. Denn bei uns hat man ganz klar gesehen, dass wir Lieferengpässe relativ gut ausgleichen konnten. Dass wir eben nicht zu den Menschen gehörten, die den Skandalen aufgesessen sind. Also wie schwierig das ist, sehen wir jetzt gerade mal in der konventionellen Fleischindustrie. All das konnten wir natürlich umgehen durch unsere langjährigen Partnerschaften, die wir mit unseren Herstellern haben. Und ich denke, dass wir immer mehr Menschen haben, die bewusstere Kaufentscheidungen treffen. Wir haben die Menschen in der Lingener Innenstadt gefragt, wie sie zu naturbelassenen Lebensmitteln stehen. Ich kaufe immer Bio-Sachen, auch auf den Markt.
Ich bin mit den anderen gut zufrieden und ich glaube nicht, dass das alles Bio ist. Also mehr regional wie Bio, weil das für mich genauso wichtig ist. Ja, wir kaufen Bio-Lebensmittel, Fleisch vor allen Dingen und Obst und Gemüse. Wir kaufen weniger, ne? Das ist halt so. Und wenn wir was kaufen, dann kaufen wir halt lieber mal ein gutes Stück Fleisch und ja nicht das aus dem Supermarkt. Die Meinungen zu Bioprodukten ist gespalten, doch der Trend bestätigt den Bio-Boom. Gut einen Monat nach dem letzten Spiel der Saison 2019-2020 hat der SV Meppen die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit aufgenommen. Mit einem neuen Mann an der Seitenlinie und vier frischen Gesichtern auf dem Feld. Unsere Sportredaktion hat den neuen unter die Lupe genommen und kam dabei ganz schön ins Schwitzen. Heiß. Dieses Wort durfte beim Trainingsstart des SV Meppen nicht fehlen. Und das nicht nur aufgrund der äußeren Bedingungen mit knackigen 30 Grad. Wie er schon bei seiner Vorstellung am 17. Juli angekündigt hatte, brennt Thorsten Frings auf seine neue Aufgabe beim emsländischen Traditionsverein. Die Vorfreude war natürlich riesengroß, ne, dass es endlich losgeht. Und die Jungs haben einen super Eindruck hinterlassen, auch heute Morgen schon beim Laktattest. Also da gab es nichts zu meckern. Und dass wir heute auch noch zum ersten Mal auf den Platz gegangen sind. Zwar ein bisschen früher als geplant, aber aufgrund des Wetters mussten wir das vorziehen. Und ich denke, der Start war ganz gut und da kann man drauf aufbauen. Und wir freuen uns natürlich auf mehr. Vier neue Spieler haben in den vergangenen Wochen den Weg ins Emsland gefunden. Die Verteidiger Jeroen Alhazaime und Lukas Bünning verstärken das Team genauso wie die Offensivkräfte Lukas Krüger und Christoph Hemlein. Der 29-jährige Hemlein gilt als Führungsspieler, war Publikumsliebling bei Arminia Bielefeld und dem 1. FC Kaiserslautern, auch wenn er dort seit November vergangenen Jahres nicht mehr zum Profikader gehörte. Zu meiner Vergangenheit ist alles gesagt, darüber möchte ich auch nicht mehr sprechen, das kann ich nicht mehr ändern, für mich zählt nur die Zukunft. Und wie gesagt, ich freue mich einfach jetzt auf dem Platz zu stehen und einfach mir das wieder zu erarbeiten, weil ich bin immer davon überzeugt gewesen, dass harte Arbeit früher oder später belohnt wird. Und ja, ich hoffe einfach, dass es dann bei mir auch so der Fall ist und ich ja, wie gesagt, dann in 6-7 Wochen der Mannschaft so weit helfen kann, wenn es hier um Punkte geht, dass wir dann einfach Woche für Woche das abrufen, was sich der Verein und der Trainer und wir uns vorstellen als Mannschaft. Und darauf freue ich mich einfach, dass es dann jetzt endlich bald losgeht. Luka Tankulic und Thilo Leugers trainieren zurzeit nur individuell. Beide kurieren ihre Verletzungen aus. Ansonsten sind alle Mann an Bord. Gut möglich, dass in den kommenden Tagen und Wochen noch weitere Neuzugänge zum Team stoßen werden. Namen wollte der Trainer heute aber nicht kommentieren. Rund 6 Wochen hat Frings Zeit, seine Mannschaft zu formen. Vom 18. bis 21. September wird die Drittligasaison 2020-2021 starten. Bis dahin wird trainiert und getestet, damit der Tabellensiebte der vergangenen Spielzeit trotz der derzeitigen Hitze frisch in die neue Runde starten kann. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn Sie am Montag um 18 Uhr wieder zur gewohnten Zeit bei den MSTV News mit dabei sind. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes, sonniges Wochenende. Bis dahin, tschüss.